Pisser. Leibtre-Regierung. Haben wir, glaube ich, schon mal gefunden, ne? Der Meißel des Riesen. Ja, eine Frostflamme. Und ich... Warum habe ich denn keinen... Keinen Wiederauferstehungsstein? Das war ein bisschen... Was war da los? Ich vermute mal, jetzt können wir auch gleich die Türen öffnen. Mal ein Stück da rauswemsen. Reicht das? Sollte reichen. Damit können wir die Weltenrune nach Jötunheim meißeln und euch an euer Ziel bringen. Übrigens, jetzt können all diese magisch versiegelten Türen geöffnet werden, wie die gleich um die Ecke. Ja. Ihr könnt durch diese Tür jetzt, da ihr den Meißel habt. Ja. Na endlich. Jetzt müssen wir doch mal alle Welten abklappern. Yay. Finden Sie den Bindepunkt mit L, drücken Sie dann R2, um zuzuschlagen. Okay, so öffnen wir Türen. Das war nix. So funktioniert der Schuh. Alles klar. Geil. Ja, jetzt müssen wir überall nochmal hin. Du hast Magni getötet. Hm? Das hat er. Er war ein Gott, aber du hast ihn getötet. Ein rangniedriger Aase vielleicht. Aber ja. Und sein Vater ist Thor. Nicht rangniedrig. Kein bisschen rangniedrig. Das wird man in Asgard nicht gut aufnehmen. Ich habe uns verteidigt. Sonst nichts. Ich fürchte kein Urteil. Ein Urteil? Nein. Aber Vergeltung ist eine Möglichkeit. Seit wann kann man einen Gott töten? So. Da geht's hoch. Ich möchte natürlich vorher die Siegel öffnen. Und diese Kiste hier. Irgendwie. Am besten natürlich ohne hier nochmal runterkommen zu müssen. Aber der Bereich hier ist ein wenig klein, möchte ich behaupten. Das für die Truhe da? War aber nicht doll, ne? Ich sehe auch ehrlich gesagt, ich sehe gar keine anderen Siegel hier. Nicht mal annähernd. Ich komme auch nirgendwo hin. Schon mal so machen. Symbol der List schon wieder. Da ist noch eine Rune. Oder ein Siegel. Das war aber scheiße zu sehen. So ein Eins ist noch irgendwo. Und durch das Eis sieht man die gar nicht so gut leuchten, ne? Irgendwo oben sein. Ich sehe es hier aktuell nicht. Wir gehen mal ein bisschen nach oben, ne? Vielleicht sehen wir die ja von da.
Wäre auch irgendwie schön. Da war die eine. Wo ist die letzte? Wir müssen jetzt auch wieder zurück zu Freya, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, warte mal, hier geht's noch runter. Die Frage ist natürlich, warum? Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Vor allem hier in diesem Gebiet. Du siehst die halt teilweise so schlecht. Dass es echt nicht mehr feierlich ist. Moin. Nee. Ach, ein Eiskalysator. Kann der Talisman der unendlichen Stürme verbessert werden? Ja, schön, danke. Das war ein XP-Knüppel. Eine Truhe. Ich glaube, hier kommen wir durch. Was? Wozu durch? Wir waren hier schon. Alles gut. Papa kennt den Weg. Mach dir nicht in Hose. Der Sohn ist ein wenig krank. Aber er ist ein Halbgott. An was leidet er denn? Also wir wissen alle schon, dass er ein Halbgott ist. Wir wissen ja, wer sein Vater ist. Aber an was leidet er denn, wenn er ein Halbgott ist? Können Halbgötter krank werden? Moment, hier waren wir schon mal. Aber wie geht's zurück? Hey, habt ihr gehört? Magni, der Asengott, Sohn von Thor, tot! Ich weiß! Jetzt tobt Modi wie ein Wilder durch Midgard und sucht den Mörder und hat geschworen, wenn er ihn findet, will er... Oh Mist, das wart ihr zwei. Wir sollten das lieber etwas leiser besprechen. Oder besser gar nicht? Das wäre ein toller Plan. Gar nicht, klingt gut. Gehen wir es an! So, lieber Tanaxt. Verbessern. Hau rein. Ja. Kann ich nochmal verbessern? Ja. Geil. Auf episch. Episch. Schön. Brauchen wir noch eine Frostflamme. Ressourcen. Kalte Nebel von Niflheim. Kann man jetzt sogar kaufen. Interessant. Wie weit kann ich den Leviathanax verbessern? Ich habe einen Auferstehungsstein. Ist der nicht verfügbar in so einem Bosskampf? Das ist ja assi. Das ist ja richtig assi. Klauenbogen brauchen wir gehärtet. Brustrüstung, ja, auch gehärtet. Auch gehärtet. Brauchen alles gehärtet. Hier brauchen wir Glut. Dafür müssen wir aber weiter. Die Dinge tun. Axtknäufe sind sehr wenig tatsächlich, ne? Wir haben tatsächlich sehr wenig Axtknäufe. So, zum Boot zurück. Müsste hier nicht auf dem Tor sein? Hier war nur der. Und hier geht's nicht weiter. Okay. Ich glaube, dem Jungen geht's nicht so gut. Mir geht's gut. Nee. Kein Grund zur Sorge. Wenn das so ist, alter Schritt. Ja. Das war nix. Okay,
Hey, hast du es gemerkt? Magni ist nicht zurückgekommen. Das ist interessant. Ich weiß, dass die Asen allein nach Valhall finden. Kein Walkürengeleit, keine Abfertigung an den Toren Helheims. Das könnte bedeutsam sein. Okay. Das heißt? Warum war ich jetzt da? Wieder eine Kiste. Und ein Stein. Okay. Den brauchen wir hier. Und hier. Da geht auch noch weiter. Einmal den. Und dann machen wir die Kiste noch eben auf. Geht schneller, als jetzt den Stein dahin zu schleppen erstmal. Pizza. Ja, es ist halt so eine Sache, ne? Kann man Götter töten? Ist die Leviathan-Axt stark genug mit Kratos, dass er wirklich Götter töten kann? Weil Baldo konnte er ja nicht töten. Den konnte er ja nur so ein bisschen außer Gefecht setzen. Den Weltenstaub. Jo. Weltrisse 11 von 18, alles klar. Es wird langsam. Aber jetzt ist es ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir auf Tor treffen, ne? Da, wir sind wieder an der Hand des Riesen. Was? Was ist das hier? Die Fischer brachten den Tagesfang in diesen Hafen und über diese Vorrichtung gelangte ein Teil davon direkt in die Hauptküche des Jarls. Der Rest wurde sortiert und verkauft. Unter dem Daumen ist ein Ausgang. Finde einen Weg dorthin. Na, da oben ist erstmal eine Truhe. Komm ich hoch? Nie. Diesen Riss in der Wand, aber wir können nicht hochklettern. Wir sind dämlich. Wie hier. Da ist ein Durchlass. Das schaffe ich. Das ist ein Weg zum Ausgang. Auf der anderen Seite. Mhm. Und jetzt? Und jetzt? Muss er da hoch? Okay. Ich will da auch hoch. Ja, angekettet. So. Hier oben ist eine Kette. Lass runter. Mein Junge. Guter Junge. So, dann komm ich auch mal die Kiste da drüben ran. Alles easy going, nicht? Das muss ich sogar, wie es scheint. Sehr schön. Ich muss auch gleich Schluss machen, ne? Ich habe jetzt, glaube ich, während des Kampfes habe ich kaum gequatscht. Wegen Concentration. Aber jetzt ist auch schon langsam echt spät. Deswegen wird es langsam Zeit.
dass ich Sense mache. Gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen zurückkommen. Vielleicht zum See der Neuen. Und dann machen wir in der nächsten Aufnahme dann, wenn ich hoffentlich nicht vergesse. Wieder unter der Hand. Wir sind fast da. Die ganzen komischen Tore auf, die wir gefunden All haben. All das, was wir jetzt getan haben. Einen toten Riesen erklommen, mit einem Riesenhammer abgestürzt, böse Götter bekämpft. Was würde Mutter davon halten? Dass du es weit gebracht hast. Danke. Mir gefällt das Wetter nicht. Ach, warte mal, hier war ja auch noch ein Tor. Stimmt. Okay, die brauchen ein bisschen mehr. Da drüben ist etwas. Special-Tore. Das war jetzt ein Special-Tor, ne? Ja, guck mal hier, die Map. Das sieht ja geil aus. Okay. Verborgene Kammern geöffnet. Eine von sieben. Die hier sind nämlich auch. Hier ist noch eins. Eine Kammer von Odin. Ah, den hier kennst du, oder? Tamur, der Steinmetz der Riesen. Baut er eine Mauer rund um Jötunheim? Es sollte sein Meisterwerk werden. Er wollte sein Volk beschützen. Der erste Teil ist leider verbrannt. Wäre bloß das letzte Bild verbrannt worden. Eine sinnlose Schande. Acht von elf Schreine. Okay. Der größte Steinmetz und einer der größten Riesen von allen. Er streitet mit seinem Sohn Chimtur, schlägt ihn und verläuft sich auf der Suche nach ihm. Thor meißelt Tamur in den Kopf und zerstört damit eine ganze Stadt. Tamur baut eine Mauer um Jötunheim, um die Riesen vor den Asen zu schützen. Wurde sie fertig? Oh, wir werden es eventuell bald erfahren. Hier rein. Ja. Okay. Das ist das erste Mal, dass wir in so einer Kammer sind. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Das hier scheint ein ziemlich großer Fahrstuhl zu sein. Wir drehen einfach mal am Rad. Dieser Ort fühlt sich an wie ein Gefängnis. Das würde das große magische Schloss da draußen erklären. Es ist mehr als das. Ich habe so ein Gefühl, als würde hier unten etwas auf uns warten. Machst gern unheilvolle Bemerkungen. Was? Was wartet auf uns? Keine Ahnung. Etwas Mächtiges. Was immer du spürst, Junge. Wir werden damit fertig. Wir sind so weit gekommen, oder? Ja, Vater. Okay. Oh Gott. Und gleich Level 13.000. Dann sind wir aber richtig am Arsch. Bisschen Angst davor, was jetzt kommt. Da unten ist irgendwas. Okay. Ach, unser Rage lädt sich sogar auf, wenn wir Sachen kaputt schlagen. Bin ich ja gleich doppelt sauer. Okay, hier wartet etwas Mächtiges. Die Definition von mächtig. Es ist so mächtig, dass Odin es weggeschlossen hat in eine Kammer. Graviertes Wappen des Mutes. Oh, wir haben auch neue Fähigkeiten.
Erhöht die maximale Anzahl an Zielen. Gut. Das nehme ich gleich mit. Zielen und drücken Sie R2 mit bloßen Händen, um die Leviathanaxt sofort zurückzurufen und einen mächtigen Schlag auszuführen. Okay, mit R2 also. Ja, mach. Was haben wir hier? Schalten Sie einen dritten, letzten Angriff mit R1 nach dem Kampfhaltungswechsel frei. Auch mit. Und das auch. Hier ist erstmal wurscht. Den können wir noch nicht. Den Rest behalten wir erstmal. So, wir haben diverse neue Zeichen bekommen. Gucken. Gezackte Schild der Bedrohung. Vitalität auf 3. Bringt aber nichts. Graviertes Wappen des Mutes. Stärke 3. Und mehr. Ja, hier ganz viele grüne Sachen. Die tun aber alle nichts zur Sache. Okay. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Hier liegen auf alle Fälle eine Menge Heilungssteine rum. Ich will gar nicht wissen, was da rumschwebt.